Dann nennt Biedermann. Lindengosse. Okay, ich muss mal schütteln. Und wir fangen mal an. Spielstein. Was? Ja, ja, die Hauptgeschichte spielen. Ich hoffe, er kann sich von dieser Demo unterscheiden. Kann nur einmal für 30 Minuten gespielt werden. Was? Abmann Büro hat gerade gesagt, er hat sie öfter gespielt. Dann hoffe ich auch mal, dass ich die öfter spielen kann und nicht nur einmal. Naja, schauen wir mal. Es sollte nur ein kurzer Zwischenstopp für Leon S. Kennedy an einer einsamen Tankstelle am Rande der Stadt sein, als sich der frisch gebackene Polizist plötzlich in einem Meer von Zombies wiederfindet. Er schafft es mit einer neuen Bekannten, Claire Redfield, nach Raccoon City zu fliehen. Allerdings werden die beiden durch einen Unfall voneinander getrennt. Leon schlägt sich durch die gefährlichen Straßen und erreicht schließlich die Polizeistation der Stadt. Aber hat er sich wirklich in Sicherheit gebracht? Ach echt? Man darf das echt nur einmal spielen? Ach du Scheiß, okay, schade. Ich dachte, ich könnte sie auch mal zweimal spielen. Naja gut, dann spielen wir sie nur einmal. Die Umgebung erkunden, alles klar. Hallo? Ist irgendjemand hier? Yay, das ist wie... Hallo, kann ich das nicht irgendwie nehmen? Ah, okay. Das ist wie in Resident Evil 7. Oh, ich muss das Spiel haben. Resident der Einheimische, ja. Irgendjemand muss doch hier sein. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht so gut aus. Nicht gut. Doch gut. David, das sieht gut aus. Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Sehr nackig. Sollte den Typ suchen. Ich sag einfach nur, sollte den Typ suchen. Alles klar. Was ist das? Mathilda. Achso, das ist meine Kiste. Alles klar. Karte. Der Kartenbildschirm. Ja, ja, okay. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit für Karte. Und es hieß, wir haben nur einen Schuss, aber ich habe 28 Schuss, wenn ich das richtig sehe. Okay, da habe ich scheinbar kein Messer für. Ich kann da irgendwie sprinten. Okay, das ist auch zu. Da muss irgendwas rein wahrscheinlich. Ja. Aber Mathilda muss da nicht rein. Ah, linker Stick drücken ist sprinten. Das ist sehr gut. Hier hinten was? Habe ich hier was blinken gesehen? Au, au, au! Was tut mein Bauch denn gerade so weh? Aua! Ich habe keine Ahnung. Hallo Madel! Einen wunderschönen guten Nachmittag. Aua! Guten Nachmittag. Ich hoffe, dir geht es gut, liebes Madel. Okay, wahrscheinlich bleibe ich eine halbe Stunde hier drin, weil ich so dumm bin. Wir können es ja nicht nochmal spielen. The Raven ist also 98, spielt zum ersten Mal nach Teil 2, kommen viele gute Teile. Ja, so ungefähr. Aber es spielt sich wie Resident Evil 7. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Okay, ich habe schon irgendwas übersehen. Hallo? Aber es sieht so gut aus. Warum kann ich damit nicht zu? Ich muss es haben. Hier kam ich her, ne? Hier kann ich hin. Okay. Hi. Okay, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt hin will. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen muss. Okay, wieder rein. Hier sind wir ja gestartet. Brauche ich hier irgendwas um dieses Band da? Wenn das ist wie in Resident Evil 7, brauche ich ein Messer oder so. Was haben wir hier? Hallo? Ah. Das hat gut geklappt.
ohne die anderen im Hinterkopf zu haben. Ja, okay, ich meine nur vom Stil her. Vom Stil her sieht es aus wie RE7. RE7 habe ich ja gefeiert. Gut, wir haben irgendwas geschafft, das ist ja gut. Mikro rausgerissen. Okay, da brauche ich eine Sicherung. Die Tür geht scheinbar nicht. Du schaffst das. Danke, dass du mir gut zuredest. Okay, ich muss dieses Spiel haben. Musik, Bibber. Dr. Bibber. Kann ich das kaputt machen? Kamera. Was mache ich in diesem Raum? Was möchte ich hier? Eine Rede halten. Ich halte eine Rede an das Volk. Licht an und ausmachen. Ich will die auch schlagen. Ah, das war Nachladen, okay. Okay. Was? Die Ostseite. Okay, wir müssen dann raus und dann links. Okay, gucken wir mal. Machen wir erst wieder Licht an. Links. Halten. Okay. Stimmt, da ist ein gelbes Band dran, das heißt, damit kann ich irgendwas tun. Erstmal aufs Klo, das ist immer nicht gut. Erste-Hilfe-Spray. Yay! Habe ich. Da noch eine Tür. Ich hol sie raus! Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Hilfe! Ich hab sie. Jetzt die andere Hand. Da kommt das. Ich halte ihn. Wie kommt, ziehst du den noch raus? Ach, du Scheiße! Wirf ihn in zu Fraß vor! Autsch! Lass ihn dich vielleicht in Ruhe! Gib ihm die Leiche! Scheiße. Notizbuch eines Polizisten. Guck mal, der hat gemalt! Der hat gemalt, der Polizist! Got a statue, 3 medallions, parking way out. Aha. Krone, Esel, Taube, blonde Frau und Harfe oder was? Okay. Das war eine Installation, ja. Kann ich irgendwas machen jetzt hier? Hallo? Kann ich irgendwas machen? Ich kann den einfach so wegwerfen. Hallo. Ah, nee, das war nicht okay. Scheiße.
Die sind überall. Ja, ich bin in andere Richtung. Nein, ich muss in die Richtung. Scheiße. Zu oft gedreht. Hä? Wo schießt der denn hin? Scheiße. Hallo, schöne Frau. Ich muss hier lang. Oh, ein Knutschfleck, ja. Aber kein schöner. Bin ich infiziert worden? Ich hoffe nicht. Scheiße. Da grunzt irgendwas Dickes, glaube ich. Hexe. Komm schon. Go, 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 Leon. Go, go, go. Verdammt. Verstanden! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Das weiß ich nicht. Ich sag mal ja. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Hallo, Des Mortis. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Wunderschönen guten Abend. Nachmittag? Okay, Lieutenant. Mittag. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst! Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst das. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Die Gesichter sehen manchmal ein bisschen seltsam aus. Sieht doch nicht so jung aus, konnte über 40 sein. Ja, aber hat ja gut gehalten. Kampfmesser, yay! Wo auch immer wir das jetzt her haben. Zum Verwenden im Inventar aus. Dieses Messer nutzt sich die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. L1 bereithalten, R2 schlitzen. Kann nicht wieder erlaubt. Was? 3 Medaillons finden. Die muss ich echt noch finden. Aber ich habe ja das Messer jetzt. Das heißt, ich kann jetzt hier. Ich hoffe, da geht das Messer nicht von kaputt. Ah, das macht er sogar automatisch. Wir haben relativ wenig Munition. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Warum müssen Horrorspiele immer so dunkel sein? Kann das nicht mal auf einer Sommerwiese stattfinden?
Okay, da brauche ich einen Kleeblattschlüssel. Kann ich raus oder was? Nee. Was ist das? Was soll ich da... Hä? Ich weiß nicht, was der mir da anzeigt. Die Gitterstäbe oder was? Ich weiß es nicht. Aber ich habe gerade keinen Bolzenschneider dabei. Geh mal. Bleib du mal draußen, wollte ich gerade. Jetzt komm ich hier rein. Ah! Ich kann nicht ziehen. Ich überlege, wenn ich mir das hole, ob ich mir den PC hole. Da ist das Zielen doch ein bisschen einfacher. Weapons Locker Keycard. Eine Schlüsselkarte. Sehr gut. Meine Fans kommen, ja, ich glaube auch. Ne, da geht's wieder raus. Warst du das gerade? Abmahnbüro. Kaffee. Ah, nee. Ereignisbericht. 25. September, wir haben eigentlich keine Zeit. Egal, aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. Eine der zuflucht suchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, schnell gefesselt, dass ihm aufgrund des enormen Stress die Nerven durchgegangen sind. Das ist die 30-Minuten-Demo, genau. Hallo von Melly, einen wunderschönen. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können, sind wir der Außenwelt abgeschnitten. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei schauen uns 5 Personen, es gibt nur wenige Überlebende, hier versinkt langsam alles im Chaos. Wer sofort? Okay, da kann ich auch nichts machen. Hallo Herzog! Ich habe eigentlich nichts Schlechtes gegessen. Karte der Polizeistation 1F. Alles klar. Heute Mittag habe ich Meckes gegessen. Vielleicht habe ich deshalb manchmal so Bauchschmerzen. Manchmal sticht es im Bauch. Ich kann noch eine Rede halten. Diese 30-Minuten-Demo ist zu kurz, aber zu cool. Ach ja, da kann ich ja nichts machen. Ich möchte dieses Spiel haben, wenn es rauskommt. Ich hoffe, dir geht's gut, Herzog. Schön, dass du einschaltest. L1. Lass mal Messer weg. Jetzt das Messer weg, ne, hat er gesagt. Und der lebt noch! Ah, Scheiße! Scheiße! Ich treff doch nicht mit dem Gamepad! Stirb! Alter! Kann ich mein Messer bitte wieder haben? Ja, ich hab mein Messer wieder, sehr gut. Okay, von dem One-Shot haben wir noch 17. Wir haben jetzt irgendeine Keycard für irgendeinen Waffenlagerraum oder so. Das Lustige ist, ich habe diesen Waffenlagerraum noch gar nicht gesehen. Warte mal. Schließfächer, Aktenraum, empfangen. Da müssen wir wahrscheinlich mal dahin, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich da... Warte, komme ich aus dem Besprechung? Ach, da brauche ich dann das für. Muss ich dann Dings machen. Das Spiel in VR. Oh Gott, das ist... Bitte nicht. Ich weiß nicht, was hier das Problem ist. Kann ich da. Nee, weiß nicht, was das. Hallo Kaira! Ja, ein Rainstream. Wer hätte das gedacht? Das soll es auch noch geben. Baumel? Ah! Ich wollte gerade fragen, Baumel, der eigentlich, wenn ich dagegen renne. Aber nein, er. Fällt mir direkt am Kopf. Was will der denn hier? Der kann ein Fenster nicht einfach so aufmachen, oder was? Der Leon. Das ist schon einer. Bin ich hier eigentlich angeschlagen? Sollte ich vielleicht mal mein... Wie komme ich ins Inventar? Ich weiß es nicht mehr. So, ne? Heilende Objekte. Ah, da unten steht es jetzt. Okay, kann ich das benutzen? Ah, okay, sehr gut.
Ja, deine Streams sind zurzeit häufiger vorhanden als meine. Ich darf da die Klappe gar nicht so weit aufreißen. Ja, es ist halt, manchmal ist es halt so, ne, Kyra? Manchmal ist es halt so. Leute sind Braining Core. Ah! Grünes Kraut. Oh Gott, grünes Kraut. Geil. Diese Flashbacks habe ich eben gar nicht gesehen. Okay, wir haben aber leider kein einziges Medaillon gefunden. Kein Schweinemedaillon. Ist der Typ eigentlich noch da? Ja, da sitzt er. Kann ich eigentlich sehen, wie lange ich noch habe? Nee. Wie lange ich noch zu leben habe, kann ich das hier irgendwo sehen? Fehlen die Medaillons Akten? R1. Achso. Krone und Schaf zuerst. Aber fehlen denn da zwei? Ich weiß es nicht. Krone. Es gibt kein Schaf. Es gibt nur einen Wolf. Okay. Die Zeit musst du selbst stoppen. Achso. Er quiekt so schön. Rain Scream. Ja, genau. Wenn du jetzt von Essen redest, gehe ich wieder. Was? Tschüss. Tschüss, Kyra. Da brauche ich auch irgendeinen krummen Schlüssel für. Muss doch bestimmt hier noch was machen, da wo ich eben jetzt hingekommen bin. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Hier war nichts. Kyra, ich will doch nur, dass dir gut geht, dass du gut genährt bist, dass du nicht verhungerst. Das ist eine Tür. Weiß nicht, was. Haben aber auch nichts Neues, das heißt, das hilft uns auch nicht weiter. Hallo Abzweigverbinder. Abzweigverbinder, guter Name. Warten auf die Steam-Demo. Ja, deswegen spiele ich die PlayStation 4-Demo. Stimmt, auf dem PC kann ich es ja nachher nochmal spielen. Kann ich das denn irgendwie zerschießen? Nee. Das hilft uns alles nicht weiter hier. Oh. Ah. Ah. Guck mal einer. 10 Minuten müssen es noch sein. Na geil. Loot. Ja. Ja, tatsächlich Loot. Könnte ich jetzt wahrscheinlich. Gut, genervt klingt nach Hänsel und Gretel. Ja, so stehe ich auch häufiger mal. Natürlich ist es ein Übergewichtiger, der hier vom Snackautomaten hängt, weißt du? Natürlich. Natürlich hängt der Übergewichtige da und verprügelt den Snackomaten. Hab ich mich jetzt gesehen? Ich bin jetzt im West Office. Falls ihr mich sucht. Schießpulvernutzung. Okay. Ach, für Kombination, alles klar. Schießpulver, alles klar. Oh, was, wer, wo? Oh Gott, der steht hier auf. Was zum Teufel? Und der kommt natürlich auch noch. Wie viele Kopfschüsse halten hier aus, ey? Hallo, willst du mich verarschen? Geh zurück. Ich treffe nicht. Ist er tot? Nein. Ist er jetzt tot? Ja. Bestimmt hat er Geld in den Automaten geschmissen und hat sich verhakt. Ja, dann stehe ich auch so davor. Gib mir mein Snickers. Gib mir mein Snickers. Ja. Oh, was? Natürlich brauche ich auch noch einen Schlüssel. Hat wer wo? Was? Steht er wieder auf? Willst du mich verarschen? Die stehen beide wieder auf! Was? Okay. Ich bin froh, dass die One-Shot-Demo nicht nur One-Shot hat, sondern dass man sie halt noch einmal spielt. Ich habe aber bald gar keinen Shot mehr. Einsatzbericht, ich habe gerade keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Wir sind Gegner und ich habe nur noch ein paar Minuten Spielzeit. Da ist irgendwas. Ja, keine Ahnung.
Cutscene-Szenen, glaube ich, nicht mit. Das wäre natürlich sehr fair. Hi. Bleib du mal draußen, bitte. Geh erstmal aufs Klo. Hallo, ah, hier sind die Spinnen. Eib. Ah! Gott. Scheiße. Scheiße. Was spielst du da? Ich weiß es nicht. Ich will gleich mal gucken. Hallo, nimmst du das? Was ist das? Flintenmunition. Ich habe gar keine Flinte, aber gut, dass ich Flintenmunition finde. Alle wach. Ist das gefährlich hier? Wahrscheinlich. Ne? Nein, ich kann es nicht ausmachen, natürlich. Meine Nachbarn sind wieder wach. Es tut mir leid. Ich habe mich sehr erschrocken. Ich habe mein Handy weggeworfen. Es tut mir leid. Dafür schenke ich euch rotes Kraut, was mehr lila ist. Als rot. Naja. Alter, verdammt. Boah, habe ich mich erschrocken, ey. Hat man gar nicht gemerkt. Ich weiß, aber glaubt mir, es war wirklich so. Oh. Ah, ach so, ach scheiße, R2, ne? Scheiße, nein, lass mich. Da fliegt alles durch die Wohnung. Lass mich wieder auf deinem 7.1-System. Herzog. Oh ja, Munition, bitte. Bitte. Oh. Da steht jemand. Penis. Kann ich nicht eingeben. Ein blauer Piekschlüssel. Wenn ich jetzt noch wüsste, für welche Tür ich den brauche, das wäre Wahnsinn. Eieiei. Oh, das will ich Spiel haben. Was zum... Wann kommt das raus? Ich will es haben. Schießpulver. Holzbrett. Was? Ich habe keinen Platz für Holzbretter. Warte mal. Ja. Gemischte Kräuter. So, dann kann ich nämlich Holzbretter mitnehmen. Gruselige Puppe. Ich lasse auch einen fliegen. Mach das. Tu dir keinen Zwang an, Silus. Lass es raus. Lass es einfach raus. Was will ich hier? An alle Überlebenden. Betrachte dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Halte die Augen nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie gehäutet aussehen. Wir nennen sie Licker. Sie sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen aber einen überragenden Hörsinn. Och nö. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballernd durch die Gegend rennt, kann man ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Macht es einfach wie meine Oma. Geht so langsam wie möglich an den Dingern vorbei. Und jetzt, ich muss los, die Pflicht rufe ich aus und mich einen Freund rächen. Der David. Es gibt Licker. Es gibt schon wieder Gegner, die nichts sehen, aber dafür gut hören. War hier schon drin? Ja. Alle Tür. Geruchstwitch. Ohne zu spoilern, wir werden aber gleich die Buchstaben direkt eingefallen, die ganze Idee. Echt? Wir nicht. Mumulika. Melli. Das habe ich jetzt aber nicht gehört. Bleib mal liegen. Ich muss mal vorbei, danke. Keine Zeit und keine Munition. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Hinter mir? Ah! Hi. Lass mich bitte vorbei, danke. Lass mich durch, ich bin Polizei. Was ist das? Ach, grünes Kraut. Ich wollte eigentlich die Bretter mitnehmen. Okay, grünes Kraut wäre auch was Schönes, aber kann ich gerade nicht. Achso, meinst du, RPD ist ein Passwort für... Wie sind wir denn hier irgendwo bei der RPD? Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Oh, warum kriege ich Musik?
Was ist das? Da könnte wenigstens mal beistehen, was der... Achso, hier könnte ich einen Film entwickeln wahrscheinlich. Ah, Schreibmaschine ist wieder speichert. Ich verstehe. Ich tue mal die Flintenmunition hier rein. Die brauche ich nämlich eh nicht. Die Kräuter will ich behalten. Ja, das will ich eigentlich auch behalten. Den Rest will ich eigentlich alles behalten. Scheiße. Entschuldigung. Das ist... Moment, nur Subscriber. Heilwirkung von Kräutern? Ja, kennen wir schon. Kennen wir aus den anderen Resident Evil Teilen. Na, springt mir wieder einer ins Gesicht? Nein. Pistolenmunition? Sehr gerne. Was ist das? Schießpulver. Nehme ich auch mit. Hier Platz für grünes Kraut? Nee. Hi! Behördenpasswörter sind da. Sind die hier in irgendeiner Behörde? Ja, guck mal, der will kuscheln! Der schreckt die Arme aus! Oh Gott! Was? Was? Nein! Das war's! Nein! Das war's schon! Mitten im Kampf! Mitten im Kampf! Nein! Schade. Okay, also ich würde fast sagen, das ist ein Pflichtkauf. Was ein fieser Cut, ja. Das ist halt, der ist halt auch bei jedem anders, der Cut bei 30 Minuten und so, ne? Ich kann jetzt leider nicht weiterspielen. Schade. Aber wenn das rauskommt, ich glaube, das werde ich mir holen. Bei mir kam nicht mal ein Trailer, schade. Was? Da hätte noch ein Trailer kommen sollen können müssen? Der kam bei mir nicht? Er wollte kuscheln, ja. Nee, Rainbird, schlimm, ja. Entschuldigung, Herz. Entschuldigung. Das erwartet sie. Guck mal, hier kommt der Trailer. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Let me go! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Jesus Christ! Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. Resident Evil 2. Ich sag nichts, wie weit ich gekommen bin. Okay, und? This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, Shindo. Was? Hä? War das ein laufender Betonklotz? Weil ich möchte das Produkt jetzt noch nicht kaufen. Vielleicht war das mit dem RPD auch ein Witz von mir. Ja, wer weiß. Was passiert, wenn ich jetzt das Spiel starten will? Was passiert dann? Danke für... Achso, da kommt direkt Danke für...